Aaron Jawalder, schön, dass du heute bei uns bist, mit mir, mit Nicolas und mir hier im Studio. Du bist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, du bist Exerzitienleiter und geistlicher Begleiter und schreibst noch eine Doktorarbeit in Theologie, bist also breit aufgestellt. Und wir sind sehr dankbar, dass du heute hier bist und mit uns über Sinnfragen, über Freiheit, über die ganz grundsätzlichen Fragen des Lebens redest, aus deiner Praxis und Erfahrung. Willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß beim Hören. Zu Beginn vielleicht, es gibt da eine gewisse Verwirrung bei mir und bei vielen Leuten, die ich kenne auch. Es gibt Psychiater, es gibt Psychologen, es gibt Hausärztinnen, es gibt welche Coaches. Was genau ist ein Psychiater und was macht das aus sozusagen? Und was ist vielleicht auch der Unterschied zum Psychologen und zum Hausarzt, der ja auch irgendwie zum Teil einem da weiterleitet oder hilft in den Herausforderungen des Lebens? Ja, herzlichen Dank für die Einladung zuerst, dass ich hier sein darf. Das ist eine gute Frage. Ich bemerke immer wieder, wie viele Menschen das nicht wissen bei uns in der Schweiz. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen einem Psychiater, zwischen einem Psychologen oder zwischen dem psychologischen Psychotherapeuten und dem psychiatrischen Psychotherapeuten? Also der Psychiater, das ist ein Facharzt. Er trägt einen Doppeltitel, den Titel für Psychiatrie und Psychotherapie. Das lässt sich nicht trennen. Facharzt bedeutet in der Schweiz, es ist ein Arzt, der nach dem Medizinstudium, nach dem sechsjährigen Medizinstudium, eine fachärztliche Weiterbildung absolviert hat, gemäß einem Weiterbildungsprogramm, das vorgeschrieben ist von der FMH, von der Schweizerischen Ärztegesellschaft, die wiederum das im Auftrag des Bundes umsetzt. Und das bedeutet, dass man über mehrere Jahre dann als Assistenzarzt tätig ist und einen ganzen quasi Katalog bearbeiten muss, eine Psychotherapieausbildung absolvieren, in Kliniken arbeiten, stationär und ambulant. Man absolviert eine Facharztprüfung, eine vierstündige schriftliche Prüfung. Man schreibt eine schriftliche Arbeit, hat eine mündliche Prüfung zu dieser Arbeit dann dazu und erlangt dann den Titel des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie. Wie lange geht? Quasi analog, wie ein Chirurge nach dem Medizinstudium seine Laufbahn hat zum Facharzt in einer chirurgischen Disziplin oder auch zum Hausarzt. Das ist auch eine fachärztliche Disziplin oder der Hautarzt oder der Augenarzt. Ja. Wie lange geht der ganze Prozess? Das Medizinstudium dauert 6 Jahre, dann die assistenzärztliche Weiterbildung dauert minimum 6 Jahre. Meistens hat man länger, weil man das zeitlich nicht hinkriegt. Man muss irgendwie die Arbeit als Assistenzarzt und die Psychotherapieausbildung kombinieren und hat dann vielleicht 6,5, 7 Jahre, je nachdem. Heute gibt es auch neuere Programme von den Universitäten aus, auch für die Psychotherapieausbildung, die das besser kombinieren lassen dann. Genau. Wirklich krass. Und der Unterschied dann zum Psychologen oder zur Psychologin ist dann, dass die Psychologin, der Psychologe Psychologie studiert und dann auch verschiedene Wege einschlagen kann, sehr verschieden. Und ein Weg ist dann auch eine Psychotherapieausbildung zu machen und die Anerkennung zu erlangen eines psychologischen Verbandes, wie des FSP beispielsweise, und dann als psychologische Psychotherapeutin, psychologischer Therapeut Psychotherapie anbieten kann. Und quasi die gemeinsame Schnittstelle der beiden Richtungen ist dann, beide bieten Psychotherapie an, der Facharzt für Psychiatrie allerdings mit einem ärztlichen Hintergrund, das heißt mit dem ganzen medizinischen Background. Das bedeutet auch, er hat auch die körpermedizinischen Aspekte, hat er auch im Blick, weil beispielsweise auch körpermedizinische Probleme zu psychischen Störungen führen können. Ja. Beispielsweise eine Schilddrüsenfunktionsstörung kann eine Depression verursachen. Oder auch gewisse Vitamin B12-Mangel auf längere Frist und so weiter. Ja. Das behält der Facharzt für Psychiatrie auch im Blick. Sein Gebiet ist in dem Sinne, würde ich meinen, noch etwas breiter. Es hat diese gemeinsame Schnittstelle mit den psychologischen Psychotherapeuten. Ja.
Und der Psychiater kann auch im Unterschied zum Psychologen Psychopharmaka verschreiben, oder? Ja, das kann er als Arzt, weil als Arzt hat er diese Befugnis, dass er Rezepte erstellen darf oder dass er auch sich eine Praxisbewilligung, die Praxisapothekenbewilligung erstellen lassen darf, wenn er die Bedingungen erfüllt, um auch Medikamente selber abgeben, sogenannt dispensieren zu können. Ja. Dann. Ja. Krass. Genau. Das kann der Psychologe nicht. Ja. Und wann kommt man zu dir? Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil es sehr unterschiedlich ist. Viele Leute kommen ja nicht und es wäre vielleicht gut, sie würden kommen. Ja, ja, das stimmt, ja. Ich kann mal berichten, wie das so ein bisschen abläuft bei mir. Also die Menschen, die melden sich telefonisch oder per E-Mail bei mir. Und dann sprechen wir in der Regel zuerst einmal telefonisch über das Problem, worum geht es, auch die Frage, ob ich jetzt geeignet bin, weil ich nicht alles gut anbieten kann. Bei gewissen Problemfeldern sage, da bin ich jetzt nicht so geeignet, das wäre gut, eine andere Person zu finden. Und dann vereinbaren wir ein Erstgespräch. Und die Person soll sich dann genügend Zeit nehmen, bis vielleicht 90 Minuten für ein Erstgespräch. Und dann kommt die Person, dann explorieren wir einmal die Situation. Das heißt, zuerst geht es ja dann immer einmal darum, Beziehung aufzunehmen, sich zu verbinden miteinander. Das ist ja eine ungewohnte, neue Situation für die Person, die dann kommt. Vielleicht sind Ängste mit im Spiel oder vielleicht negative Vorerfahrungen, Vorbehalte gegenüber Therapie und was der Psychiater dann so macht. Und dann wird das exploriert. Miteinander geschaut, welches Ziel möchte man dann verfolgen, wohin möchte man gehen und vereinbart dann nächste Termine. Die nächsten Termine bei mir zumindest dienen oft noch der weiteren Exploration, die Lebensgeschichte, etwas kennenzulernen dieser Person und dann steigt man langsam ein. Vielleicht in die therapeutische Arbeit, vielleicht zuerst mehr medizinische Aspekte, das kommt dann auf die Problematik drauf an. Aber primär melden sich die Menschen per Telefon oder per E-Mail. Und das mache ich direkt, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte irgendwie was haben, ein Burnout oder sowas, dann rufe ich einfach den Psychiater an oder geht man zum Hausarzt? Oder wie wird man zugeteilt? Warum gehen manche zum Psychologen, manche zum Psychiater? Ja, das ist auch Wer macht da die Triage? Eine gute Frage, ja, weil das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also, wenn eine Person im Hausarzt oder in einer Form des Hausarztmodells ist, muss diese Person sowieso zuerst zum Hausarzt, bevor sie sich Gedanken macht, zu einem Psychiater oder Psychiaterin zu gehen, weil dazu braucht es eine Überweisung dann. Okay. Ja. Die Personen melden sich aber doch sehr häufig direkt bei mir. Per Mail oder per Telefon und dann bespreche ich das, sind sie in einer Form des Hausarztmodells, braucht es noch eine Überweisung. Dann gibt es aber auch Situationen, wo die Hausärzte gerne vielleicht eine Person zu mir schicken möchten, weil der Hausarzt, die Hausärztin denkt, es wäre jetzt sinnvoll, da noch tiefer zu schauen oder die Problematik ist größer, braucht den Spezialisten dafür und versucht, mir die Person zu überweisen. Das geht in der Regel heute per Mail. Oder Angehörige melden sich, vielleicht Eltern von jungen Erwachsenen, die besorgt sind und die gerne ein Kind anmelden möchten. Ich selber und viele andere mögen es dann doch, aber wenn die Personen sich persönlich melden. Ja. Es ist ein gewisser motivationaler Faktor, also selber den Hörer in die Hand zu nehmen und diesen ersten Schritt zu machen. Ich tue jetzt was für mich, ich nehme das ernst, ich melde mich jetzt, auch wenn ich mich vielleicht unsicher fühle, nicht weiß, was auf mich zukommt, was das bedeutet. Und wage das aber und trete in Kontakt. Kann man daraus ein Prinzip machen? Kann man sagen, für solche Herausforderungen braucht es den eigenen Willen? Das kann man unmotiviert psychiatrisch das begleitet werden? Nein. Klassisches Beispiel ist ja die Suchtthematik. Ein suchtkranker Mensch, wenn keine genügende Eigenmotivation vorliegt, nur Fremdmotivation, dann wird eine Therapie nicht gelingen können. Also es braucht
einen gewissen Leidensdruck, einen gewissen Willen, etwas verändern zu wollen. Das braucht es, ja. Ja. Das ist irgendwie vielleicht auch der Unterschied zu, oder ein gewisser Unterschied zur Körpermedizin. Sagen wir, eine Person erleidet eine Lungenentzündung, dann ist natürlich ein Leidensdruck da und man will dann etwas tun. Aber quasi was dann wirkt, ist ja dann das Antibiotikum. Also man geht dann in Therapie ins Spital oder zum Hausarzt und kriegt Medikamente und muss das Bett hüten und so weiter. Und dann wirkt insbesondere das Medikament und für die Psychotherapie quasi die Therapie macht quasi die betroffene Person an sich selber unter Anleitung des Therapeuten. Das ist, es braucht wie eine andere intrinsische Motivation dafür. Man kann das nicht delegieren, wie quasi ans Antibiotikum. Ich muss das jetzt nehmen, ich nehme das für 7 Tage und dann wird das wieder gut. Mhm. Was ich machen muss, ist das Schlucken quasi. Ja. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. In deiner eigenen Erfahrung, was sind so die typisch oder die häufigsten Krankheitsbilder, vielleicht mit denen du konfrontiert bist? Was ist das Häufigste und was sind sonst Dinge, die auftreten? Die Häufigkeit ist ein bisschen selektiv, weil man mit der Zeit wählt, welche Krankheitsbilder man auch eher behandelt und welche nicht. Mhm. Also man macht die Erfahrung, habe die Erfahrung gemacht, welche Krankheitsbilder mir liegen und welche nicht. Und die mir nicht liegen, die mache ich eigentlich nicht mehr oder nur sehr selten. Das heißt, bei mir sind hauptsächlich Menschen in Behandlung mit Depressionen, mit Angststörungen, Panikstörungen, Zwangsstörungen, die Burnout-Thematik, dann ein bisschen Autismus-Spektrum-Störung, ein bisschen ADS, ADHS-Thematik. Und andere Praxen, die sind dann spezialisiert zum Beispiel für die Behandlung von Menschen, die an einer Schizophrenie leiden oder mit schweren Persönlichkeitsstörungen oder mit Essstörungen. Mhm. Das ist so eine persönliche Selektion. Ja. Also, aber wenn man jetzt schauen möchte, wie das quasi gesellschaftlich aussieht, dann sind schon Depressionen sehr weit oben. Ja, und Angststörungen sind auch hoch. Ja, genau. Im Gegensatz dazu sind zum Beispiel Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis eigentlich konstant. Ja. Und das sind auch weltweit konstant. Ja, also die, okay. Genau. Ja. Okay. Depressionen sind im Zunehmen begriffen. Ja. Ja. Das finde ich eine spannende Feststellung, weil es gibt ab und zu, dass man, wenn man über psychische Erkrankungen spricht, dass man darüber spricht, als wäre es eben, wie du vorhin gesagt hast, einfach so etwas Körperliches eigentlich. Ja, dass irgendetwas wird da im Hirn ausgeschüttet und deshalb ist man jetzt depressiv, ohne dass man die Umstände und die Situation und alles, was auch dazu führt, dass das ausgeschüttet wird, anschaut. Zumindest ich habe das schon häufig gehört, dass Leute dann, man will eigentlich andere Menschen trösten, indem man sagt, du kannst da überhaupt nichts dafür. Oder entlasten. Ja. Oder von Schuld, das ist nicht Schuld. Genau. Du bist nicht verantwortlich für deine Depression im Sinne von, es ist was in deinem Gehirn und Medikamente würden dir helfen. Das ist schon so eine Art Entlastung für die Person selbst. Genau, aber damit, also und das ist ja auch wichtig in vielen Fällen, ist das ja auch so. Und gleichzeitig besteht da, würde ich sagen, die Gefahr, dass man eben dann die Entwicklungen oder gesellschaftlichen Entwicklungen, kulturelle Entwicklungen dann nicht mit einrechnet. Wie du gesagt hast, Schizophrenie zum Beispiel ist etwas, was relativ konstant bleibt, aber andere Dinge wie Angststörungen und Depression, da gibt es ja auch Verschiebungen. Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir Menschen in unserer Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, sind es uns sehr gewohnt, dass wir so viele Dinge einfach machen können. Wir sind extrem gute Problemlöser. Mhm. Das hat uns unglaublich weit gebracht. Und Problemlösen heißt ja auch etwas objektivieren. Ich habe etwas gegenüber, das betrachte ich, das analysiere ich, das gehe ich an, das behandle ich. Mhm. Also ich kann den Herzklappenfehler, den kann ich vermessen, den kann ich feststellen, objektivieren und den kann ich dann behandeln, chirurgisch angehen zum Beispiel. Ja. Und das gibt ein Gefühl von Machbarkeit oder auch das Gefühl von
schneller Wirksamkeit. Was zum Beispiel, ich habe Kopfschmerzen, ich kann eine Kopfschmerztablette nehmen und eine halbe Stunde später beginne ich eine Wirkung zu spüren. Ja. Und das übertragen wir auch auf psychische Phänomene. Das übertragen wir vermutlich auch. Also es hilft dann quasi eine psychische Erkrankung in dem Sinne objektivieren zu können. Ja, bei mir stimmt jetzt im Neurotransmittersystem etwas nicht. Ich kann das mit Medikamenten korrigieren oder eingreifen. Und dann kann ich das wie auch auf Distanz halten. Und die Aufgabe ist dann aber schon zu schauen, ja, das hat ja doch dann auch anders noch mit mir zu tun. Ja, ich bin ja auch leiblich da, klar, und diese Möglichkeit soll ich ja auch nutzen, über auch körperlich einzugreifen und zu unterstützen, klar. Aber die Problematik liegt vielleicht noch an einem anderen Ort oder ist von einem anderen Ort verursacht. So, ja. Ja. Da geht es dann darum, zu versuchen, das zu explorieren und diese Thematik heranzuführen oder zu schauen, miteinander zu schauen. Was ist die Lebenssituation? Was hat sich ereignet? Mit welchen Haltungen, Einstellungen lebt diese Person? Und so weiter. Einfach dieses andere Feld zu explorieren. Ja. Dann eigentlich, ja. Die Selbstwirksamkeit irgendwie auch, oder? Ich denke manchmal, weil es eben so vielleicht auch mit Scham behaftet ist, will man entlasten und sagen, du musst dich nicht schämen oder du bist auch, in gewisser Hinsicht bist du auch ein Opfer von diesem Zustand oder von dieser Krankheit. Aber auf einer anderen Ebene nimmt man damit vielleicht eben, oder das ist die Frage, nimmt man damit auch die Einsicht, du selbst kannst aber was tun und du musst sogar auch was tun oder was. Du hast einen Beitrag im Hinausfinden aus dieser Situation oder im Gesundwerden, weil es eine psychische Krankheit ist und nicht nur eine körperliche, die wir mit Medikamenten flicken. Ja, oder? Genau. Ja, das ist sehr wichtig, diese Selbstwirksamkeit erleben zu können, die Erfahrung machen zu können, ich bin wirksam auf meinem Lebensweg, damit sich wieder etwas verändert. Ja. Ich bin wirksam auf meinem Lebensweg, dass sich in meiner Angststörung etwas verändert, in meiner Depression etwas verändert. Das ist sehr wichtig, aus dieser Passivität zu kommen. Und das ist ja das braucht wie einen Shift beim Patienten dann eigentlich. Also der Patient kommt ja häufig in die Behandlung und will dann quasi etwas loswerden. Ja. Also er kommt mit seiner Angst und da ist irgendetwas. Hm? Und das ist nicht gut und das soll eigentlich weg. Und er ist dann fokussiert darauf, dass jetzt etwas weg muss. Ja. Und dreht sich darin, in diesem Kreis eigentlich, und ist nicht fokussiert darauf, wie kann er selbst wirksam werden und sein Leben in eine Richtung entwickeln, die dann auch Einfluss auf diese Angst hat, beispielsweise. Ja. Und wie macht man diesen Shift? Ich meine, oder wie geht das? Weil konkret hat man will irgendwie nicht mehr diese Situation oder diese Herausforderung, weil man darunter leidet. Was wären dann so Schritte? Wie begleitest du jemanden, aus dem herauszufinden? Also zuerst gilt es, das zu anerkennen. Zu anerkennen, wie wir Menschen da ja auch funktionieren. Also ich denke, das geht uns allen gleich. Also ich nehme jetzt das Beispiel der Angststörung. Also da kommt eine Patientin, die liebt ihren Beruf als Schauspielerin und die möchte gerne wieder ihren Beruf ausüben. Sie hat aber Erfahrungen gemacht bis hin zu Panikattacken, die dann sie eine Angst erfahren lassen vor der Angst, das könnte ja wieder auftreten. Und diese dann blockieren, ihren Beruf wieder ausüben zu wollen. So. Also da kommt diese Person in die Behandlung und möchte natürlich zuerst diese Angst loswerden, weil wir das loswerden möchten. Wer hat schon gern diese Angst und diese Intensität an Angst? Das ist unser Reflex. Wir möchten das weghaben. Und das gilt es zunächst wie zu validieren, wie aufzunehmen, zu sagen, ja, natürlich, das ist,
ich kann das sehr nachvollziehen. Das ist so menschlich und natürlich, dass wir das ja nicht haben wollen. Und dann zu explorieren, was hat diese Person denn schon unternommen, um die Situation zu verbessern? Welche Strategien hat diese Person angewendet und haben diese Strategien die gewünschte Wirkung erzielt? Wirkung in dem Sinne, dass diese Person ja jetzt gerne wieder als Schauspielerin arbeiten möchte. Hat sie es in diese Richtung gebracht? Und dann bemerken die Personen, nein, man dreht sich wie im Kreis. Also, da ist massive Angst da. Diese Angst soll nicht sein. Das heißt, man versucht Strategien zu finden, um diese Angst zu reduzieren. Ein Stück weit gelingen die vielleicht. Sie gelingen vielleicht kurzfristig. Längerfristig merkt man, es geht irgendwie nicht. Das bestärkt einen darin, okay, ich muss wirklich schauen, meine Angst muss weg. Also ich muss irgendwie andere Strategien finden. Also ich muss irgendwie, ich muss mich bemühen und so weiter. Andere Strategien anwenden. Neue Lösungen finden. Neue Lösungen. Ja. Das bestärkt darin, dass die Angst weg soll. Dass die Angst bekämpft werden muss. So. Und die Erfahrung ist, sie geht aber nicht weg. Und man beginnt sich in einem Kreis zu drehen, der das Bemühen, die Angst wegzumachen, bestärkt und gleichzeitig die Angst darin verstärkt. Ja. Weil der Fokus auf die Angst gerichtet ist. Ja. Der Fokus ist darauf gerichtet, diese Angst loswerden zu sollen, zu wollen. Ja. Und der Shift besteht dann darin, die Patienten zu befähigen, Angst nicht zu bekämpfen, sondern zu lernen, Angst auszuhalten, zu lernen, zu üben, sich darin zu üben, dass Angst wohl etwas extrem Unangenehmes sein kann. Aber ich sage jetzt nichts Schlimmes. Angst bringt nicht um, Angst tötet nicht, Angst macht sonst nichts mit einem, außer dass Angst sehr, sehr unangenehm ist. Und dann einerseits zu lernen, mit dieser Angst in einer Verbindung zu sein, das heißt, mit dieser Angst, diese Angst wahrzunehmen, diese Angst zu anerkennen, ohne sie zu bekämpfen, sie soll jetzt weg, ohne aber auch auf die Angst einzusteigen im Sinne, das wären auch Bekämpfungsmechanismen, irgendwie, das ist jetzt schlimm und jetzt muss ich dies oder das tun, so quasi. Also es gibt so quasi diese Strategien von vermeiden, ich versuche alles zu tun, dass die Angst nicht auftritt und wenn die Angst da ist, muss ich alles tun, dass die Angst jetzt weggeht und so. Also da ein bisschen wie eine Distanz reinzubringen und zu üben, Angstzustände zu beobachten und sie zu nehmen als das, was sie jetzt sind. Es ist jetzt eine Angst da. Ich als Mensch bin aber mehr als diese Angst. Und zu lernen, sich nicht mit dieser Angst zu identifizieren, sich über diese Angst zu definieren, sie wie sein lassen. Und dann zu schauen, okay, und was möchte ich eigentlich wirklich tun? Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Also die Schauspielerin möchte gerne in einem Stück auftreten. Sie möchte gerne wieder an Proben teilnehmen. Sie ist eingeladen, vom Regisseur an einem Stück mitzumachen. Und sie liebt ihren Beruf. Und sie kennt ihre Begabungen darin, sie weiß um ihr Können und sie hat es früher auch gelebt und gezeigt. So. Und dahin möchte sie wieder. Ja. Also geht es darum, den Shift zu versuchen, einerseits mit dieser Angst in einen Umgang zu kommen, der nicht mehr in diesem Bestärkungs-Verstärkungskreislauf, diesem Zirkel drin sich bewegt, hin zu, gut, sie ist da, die Angst, und ich versuche jetzt das zu leben, was mir wirklich wichtig ist. So. Ja. Dann ändern sich die Strategien. Also ich wende dann nicht mehr eine Strategie an, die meine Angst bekämpfen will, sondern ich wende dann eine Strategie an, die lernt oder die übt,
dass ich mich von meiner Angst nicht beherrschen lasse, sie wohl vielleicht da ist, ich aber das verfolge, was mir jetzt wichtig ist. So. Mhm. Und die interessante Erfahrung ist dann, dass dann die Angst abzunehmen beginnt. Also die Angst, der pathologische Mechanismus, der zu dieser Verstärkung der Angst geführt hat, ist eben dieser Teufelskreis eigentlich. Und die Angst muss in diesem Teufelskreis dann nicht mehr weiter aufrechterhalten werden und kann quasi wieder wie das auf das, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, normale Niveau abnehmen. Mhm. Dazu gehört auch die Erfahrung, das ist auch ein Teil dieses Shifts. Angst gehört auch zum Leben. Ja. Ein gewisses Maß gehört auch dazu. Das auch zu akzeptieren. Dann, ja. Weil die Frage, die ja schnell kommt, ist sozusagen jetzt bei Angst spezifisch, ob sie begründet ist oder unbegründet ist. Es gibt ja Formen von Angst, die sinnvoll sind, wenn eine echte Bedrohung da ist, von einem, was auch immer so. Und das heißt, so dieses Akzeptieren von Angst, aber dann nicht darauf zu reagieren, was ja beim Tiger irrational wäre. Es wäre ja, beim Tiger wäre es doof, nicht auf die Angst einzusteigen, aber hier muss ich auf die Angst nicht einsteigen, aber das beinhaltet auch etwas von einem Loslassen vom Gefühl, dass ich die Situation überhaupt richtig einschätze, dass ich es kontrollieren könnte und so weiter. Also da kommt dann ziemlich viel Loslassen rein. Oh ja, sehr. Genau, das ist das große Thema dann, das Loslassen, respektive das Kontrolle aufgeben. Also man muss lernen, die Kontrolle aufgeben. Man will die Angst kontrollieren. Ja. Und man will vieles im Leben kontrollieren. Also ein anderes Beispiel, ein Zwangspatient, Patient mit einer Zwangskrankheit, hat einen Waschzwang, muss sich die Hände ritualisiert stundenlang waschen, weil er keinerlei Verunreinigungen, keinerlei Bakterien an den Händen tragen kann. Das heißt, nach der Toilette wäscht er sich seine Hände ritualisiert, muss aber ja nach der Toilette seinen Gürtel berühren, um die Hosen zuzuschnallen, die Gürtel zuzuschnallen, muss danach den Gürtel reinigen auch noch, die Hände wieder reinigen, so. Und er versucht, dieser Unsicherheit zu entgehen, es könnte noch irgendwie etwas da sein. In einem Absolutheitsstreben versucht er, die absolute Kontrolle zu erhalten, die absolute Sicherheit darüber zu erhalten, dass jetzt da keinerlei Verunreinigung mehr da ist. Und da geht es darum, diese Kontrolle loszulassen. Mhm. Es geht um das Loslassen, zu lernen, das Leben zu leben, ohne das Leben zu kontrollieren und offen zu sein für das, was kommt. Und zu wissen, ja, es kann auch Unangenehmes kommen, es kann Angenehmes kommen. Eine neue Form von offener Haltung in die Zukunft hinein zu lernen und auch zu lernen, zu akzeptieren, was da zum Leben dann dazu gehört. Mhm. Eben, dass es diese Sicherheit nicht gibt, dass auch Dinge geschehen können, die auch vielleicht schwierig sind. Mhm. Ja. Also würdest du sagen, dieses Prinzip von, um frei zu werden von etwas, brauche ich die Hinwendung zu etwas? Ich würde es vielleicht etwas anders formulieren. Das Freiwerden von etwas, das Loswerden von etwas alleine genügt wie nicht. Ja. In dem Sinne, würde ich sagen, kann man das verallgemeinern. Also ein ich will einfach etwas loshaben, das ist quasi unser menschlicher, spontaner Wunsch. Wir möchten, das Unangenehme möchten wir nicht. Und wir sagen dem Unangenehmen dann ja auch, es sei negativ. Und fokussieren dann auf das Negative. Das haben wir auch gelernt, quasi zu sagen, es sei negativ, aber es ist eigentlich vielleicht einfach unangenehm so. Und es braucht wie quasi die andere Seite dieser Medaille oder dieser Münze im positiven Sinne jetzt, ein Freiwerden von braucht den Gegenpart des Freiwerdens zu etwas. So. Das ist ein wichtiges therapeutisches Prinzip. Eben, also der Patient kommt mit der Angststörung und möchte die Angst loswerden, aber dann ist wie kein Shift gemacht. So, also Freiwerden von bedeutet auch ein Freiwerden zu etwas anderem. Ja. Ja. Und das würde ich schon sagen, ist ein allgemeines Prinzip. Es ist ein Prinzip, das findet sich in
neueren Psychotherapie-Richtungen heute die Acceptance and Commitment Therapy Act abgekürzt zum Beispiel, die mit Wertearbeit vorgeht, wo es darum geht, das Wertvolle im Leben zu finden und das Wertvolle zu verfolgen und nicht den Blick am unangenehmen oder sogenannten Negativen haften zu lassen oder nicht den Blick beim Freiwerden von zu halten. So. Und ich persönlich kenne das natürlich sehr von Viktor Frankl, weil ich auch von Viktor Frankl herkomme und er das sehr stark propagiert hat. Vielleicht muss ich da etwas kurz zu Viktor Frankl sagen. Viktor Frankl ist ein, manchen ein Begriff von seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist ein Buch, in dem Viktor Frankl seine Erfahrungen im Konzentrationslager oder in den Konzentrationslagern verarbeitet hat. Ansonsten ist Frankl vielleicht vielen Menschen nicht so bekannt. Also Viktor Frankl war ein Wiener Jude, entstammte einer jüdischen Familie in Wien, ist im März 1905 geboren und hat sich bereits früh in seinem Leben mit Sinnfragen auseinandergesetzt, hat bereits als Mittelschüler mit Sigmund Freud korrespondiert, der ja auch ein Wiener war, hat als 17-Jähriger einen Aufsatz geschrieben, den Sigmund Freud dann später in der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse veröffentlicht hat, hat dann Medizin studiert, hat die fachärztliche Weiterbildung zum Neurologen und Psychiater gemacht. Das gehörte früher zusammen. So. Und hat sich wirklich schon früh quasi mit der Frage beschäftigt, des Freiseins wozu? Mit bei ihm dann der Sinnfrage. Er formuliert das als Sinnfrage, die Sinn- und Werte-Thematik eigentlich. Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Aaron Schawalder. Nächste Woche geht's weiter. Auf welcher Plattform ihr auch seid, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, lasst uns ein Like da oder gebt uns ein Rating. Danke.